So, hier sind wir wieder bei Fallout: A Tale of Two Wastelands. Auf der Suche nach Papa, der hier irgendwo am Galaxy News Radio Building Plaza ist. Also schon mitten in den Ruinen von DC, wo es sehr tödlich sein soll und wir sind absolut unvorbereitet. Das heißt, um uns vorzubereiten, die nächsten Schritte. Einen Platz zum Schlafen finden, Vorräte finden, Ausrüstung finden, überleben lernen und dann können wir Vater suchen gehen. Und Nova, Moriarty hat gemeint, dich bedrückt irgendwas. Nein, nicht Nova, Entschuldigung, Lucy. Yeah, Dich bedrückt you irgendwas. need something? Bist gar nicht Lucy. Wo ist Lucy hin? Lucy? Lucy war doch gerade eben noch da. Vielleicht ist sie nach Hause zum Schlafen gegangen. Es ist schon 10 Uhr. Und das ist eigentlich auch gar kein so schlechtes Stichwort. Kann ich übernachten, Moriarty? Ah, my new friend. What can I get you? Some sorters are best buried, and I'm a man that can provide all sorts of tools to bury them. Nie bei dir nicht, aber du machst deinen Dreckskram ja auch nicht selbst. Don't let me keep you. Nova? Hi there. I'm Nova. New to Megaton, huh? Do yourself a favor and keep walking. Some of us stay for a few days. And then it's 5 years later. Keine Sorge, ich habe ein festes Ziel vor Augen. Weiß ja zwar schon, wo er ist, aber vielleicht kannst du mir noch mehr erzählen. Hast du meinen Vater gesehen? Yeah, I remember that man. I saw him talking to Moriarty. It's hard to forget handsome men like that. Weißt du, wenn du irgendwelche Informationen hast oder mich einfach in die richtige Richtung leiten kannst. Yeah, I'll help you. Then Moriarty kicks my sweet ass out the door. Sorry, kid. If you want to know more, Moriarty is the only one who's gonna help you. Talk to Gob. He hates Moriarty more than I do. Maybe he'll tell you something, but I doubt it. Keine Sorge, ich habe Moriarty schon ausgequetscht. Weißt du was über Galaxy News Radio vielleicht? Huh? Oh, you mean why was Gob banging on that radio? Well, out there in the wastes. There are two stations that broadcast. There's the Enclave station. I don't know who they are, but I think it might just be some pre-war broadcast on a loop or something. And there's Galaxy News Radio. It's run by a guy named Three Dog, somewhere down in DC. But the signal went down a while ago. Alles klar. Hier, wie viel für ein Zimmer? Genau das wollte ich wissen. Well, for you? A room and some company will run you 120 caps up front. Nicht diese Art von Zimmer. Sorry. Okay, then. Ich möchte einfach nur pennen. Weißt du noch irgendwas über Gob? Who, Gob? Well, if you can get past how he looks, he's a sweetheart. Colin's awfully hard on him, though. Woher kommt er denn eigentlich? He don't talk about it much, but apparently there's a whole city of ghouls somewhere down in DC. He's mentioned his mother a couple of times, but other than that, he won't really say. He's been here for, oh, I guess about 15 years now, ever since Moriarty bought him off those slavers. Es gibt hier oben auch noch Sklavenhändler. Großartig. Und warum ist Moriarty so hart mit ihm? Ne, Moriarty scheint hart zu jedem zu sein. Well, the miserable bastard is hard on all of us, but Gob gets it the worst. I guess just because he's different, you know? Was ist eigentlich mit diesem Typen im Hintergrund? Der macht irgendwelche komischen Handbewegungen. Sure thing, baby. What did you have on your mind? Take care of yourself, hon. Jetzt irgendwie ra. Nee, ich dachte, er raucht, weil, aber. Meint er uns? My, my. Just when I had all but given up hope. My dear boy, I'm very happy to make your acquaintance. I am Mr. Burke.
And you, well, you are not a resident of this putrescent cesspool. And makes you a rather valuable individual. Hast du irgendwas gegen Megaton? Aber red mal weiter. Finally, someone with a modicum of civility and common sense. I represent certain interests, and those interests view this town, this Megaton, as a blight on a burgeoning urban landscape. You have no connections here, no interest in this cesspool's affairs or fate. You could assist us in erasing this little accident off the map. Versteh ich dich richtig? Du willst die Stadt zerstören? No, no. I'm merely a recruiter. You get to have the real fun. The undetonated atomic bomb for which this town is named is still very much alive. All it needs is a little motivation. I have in my possession a fusion pulse charge. Once rigged to the bomb, it will be detonated by you at a secure location. Easy money, my friend. Du bist doch absolut wahnsinnig. Ich soll die Bombe eigentlich entschärfen, und das wäre mir auch lieber. Sims is an idiot. He prides himself on his position as mayor and sheriff of this scrapyard. Ich habe eine Idee. Nun, vielleicht werde ich es einfach entschärfen. Wenn du was dagegen hast, dann, hast du vielleicht zahlungskräftige Argumente? Indeed. A man's word is worth his weight in caps. I suppose I could arrange for a bonus of, say, 500 caps in addition to the base fee. When it's done, meet me at Tenpenny Tower, southwest of here, well out of harm's way. You can't miss it. Any questions? Es scheint alles sehr technisch zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Lack the aptitude, you mean? You're not rewiring the thing, just attaching the pulse charge to the detonator. If you get stumped, talk to Leo Stahl. He might have something to help you concentrate. He's got a bit of a reputation. Okay, dann breche ich mal lieber auf. Don't let me keep you. Vergiss es, ich werde das nicht tun, aber danke, dass du mir den Sprengsatz gegeben hast. Ich war kurz davor, ihm, wie im Go-Test, am besten einen Tee oder halt ein Bier von hier oder so ins Gesicht zu schütten, aber nun, so kann er sich nicht den nächsten suchen, außer er hat mehrere Sprengsätze natürlich, aber zumindest den einen konnte ich jetzt sicherstellen. Apropos, wie sieht's eigentlich mit unseren Skills aus? Wir bräuchten 10 Punkte mehr in Explosives. Das ist schon verdammt viel. Und auch 10 Punkte mehr in Reparieren, um die Rohre zu fixen. Heißt, mit dem Level-Up werden wir zumindest eins von beiden machen können, aber definitiv nicht beides. Und ich würde sagen, unser Fokus sollte definitiv auf der Atombombe liegen. Haben wir vielleicht irgendwas, was uns helfen könnte? Jet? Nein. Mentats. Ich weiß gar nicht, welches Attribut bestimmt das beiden. Pro Attributpunkt, glaube ich, 2 Punkte. Das heißt, wir bräuchten mindestens eine Steigerung von 5. Das heißt, es ist sowieso sinnlos. Und ein Magazin oder so. Ach, haben wir auch nicht da. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir sollten mal mit dem Sheriff reden. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Bevor Burke noch auf die Idee kommt, jemand anderen zusätzlich zu bitten, die Bombe hochzuladen. Okay, Leo Stahl verkauft Mentats, sagt mir mein Questlog. Das hilft mir in dem Fall nicht weiter. Ah, schaut mal da unten. Da läuft der Sheriff noch rum, auch spät abends. Scheint seiner Berufung ja durchaus treu zu sein. Oh, schaut mal, das dritte Leck.
wissen wir zumindest mal schon, wo die alle sind. Hey, Lucas. Staying out of trouble, I hope. Don't want to have to waste good bullets on your sorry hide. Ja, vielleicht nicht auf mir, aber ich habe da so jemanden namens Burke getroffen. Er will mich dafür bezahlen, die Bombe zum Explodieren zu bringen. He said what? Oh, I never did like the look of him. Hier, er hat mir diesen Sprengsatz gegeben. Nimm ihn. Jesus, give me that thing. Let's go find this Burke character. You're about to get an education in Wasteland Justice. Alles klar. Soll ich meine Waffe ziehen? Na gut, ein Baseballschläger ist vielleicht nicht nützlich. Zur Sicherheit. Ich musste zum Glück noch niemanden erschießen. In der Vault hat es ausgereicht, einen Knüppel gegen die Wachen zu verwenden. Hoffen wir einfach mal, dass es dabei bleibt. War besser ein Drecksack als eine Atomexplosion hier, würde ich sagen. You there, Burke. Explain your business in Megaton. I'm sorry. Sheriff, what are you hollering about? You know damn well what I'm talking about. A bomb. You're trying to blow it up. Have you lost your goddamn mind? Sheriff. I'm afraid there's been a misunderstanding. Someone has surely been spreading rumors. I'll be sure to address the situation, personally. I'm placing you under arrest, Burke, at least until I figure out what the hell's going on around here. And I'm afraid I won't be able to oblige your request, Sheriff. I have pressing matters to attend to. Now, step aside. This isn't open to discussion. You're coming with me. Why do you knuckle-draggers always insist on doing things the hard way? Very well, Sheriff. Lead the way. Da ist doch irgendwas faul. How are you? Oh, wow, 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 wow. It's so hard to get out of the floor. Gott verdammt, Lucas. Und ich dachte, ich wäre rechtzeitig gewesen. God damn it. Nun, jetzt habe ich wohl jemanden getötet. Aber meine Fresse, es hätte wenige Leute treffen können, die es weniger verdient hätten. Mehr verdient hätten. Entschuldigung. Surprisingly clean and unwrinkled note. Alles klar. Note to self. Once this damn leg heals up, I need to try and get back into the Searchlight police station. I saw a safe hidden away in the storage room in there. Must have been something special to conceal it that way. I wonder if someone else is using this place as a storage place. Note to self part 2. Remember the radiation suit next time. I'm still puking up my guts. Searchlight, ich hab davon gehört, es ist nicht in der Nähe von Las Vegas? Wo auch immer er die Notiz her hat. Ah, Sheriff. Ah, wieso? Ich nehme an, die Waffe brauchst du nicht länger. Ah, Gott verdammt. Gott verdammt. Alles klar. 10mm Pistole. Mit Mod dazu. Das heißt, die ist jetzt wenigstens still. Aber in dem Zustand, in dem sie gerade ist, kann ich damit wirklich nichts anfangen. Außerdem habe ich kaum Munition dafür. Selbiges gilt dafür. Kaum Munition, aber besserer Zustand. Trotzdem ist es eine Automatik. Ich behalte es mal in meinen Hotkeys. Gott verdammt.
Hast du irgendwelche Angehörigen? Mr. Moriarty. Ja, ja. Und euch interessiert das alles natürlich nicht, ha? Huh? Oh, um Himmels Willen, ich brauche einen Platz zum Schlafen. Aber 120 Kronkorken die Nacht, ihr habt doch einen Hau. Gibt's da vielleicht irgendwo Gemeinschaftsunterkünfte oder so? Billy Creels Haus? Nee, natürlich zugesperrt. Da wahrscheinlich nicht. Common House. Darf man sich hier einfach hinlegen? Nein. Verdammt. Vielleicht irgendeins von den Betten? Ihr seid alle Siedler. Siehst doch, ich darf hier bleiben. Na gut, aber ein Bett gibt mir das wahrscheinlich nicht. Steh mal bitte auf. Nein, das Bett darf ich auch nicht verwenden. Ja, ja, Entschuldigung. Ich wollte nur sehen, ob ich das Bett verwenden darf. Ach, kommt schon. Schau mal, das Bett hier ist noch nicht mal richtig in Schuss. Darf ich nicht das Bett hier nehmen, irgendwo hinstellen, eine Matratze drauflegen und es verwenden? Wirklich nicht? Und ich habe schon wieder Durst und langsam auch Hunger. Es ist spät und Schlaf sollte ich auch bekommen. Ah, meine Situation wird nicht besser. Jetzt wollte ich ein Licht machen. Nathan und Manja leben hier. Alles noch Leute, die ich zumindest mal treffen und mit ihnen sprechen sollte. Wer weiß. Jericho wohnt hier. Leeres Haus, verschlossen. Vielleicht sollte ich das Haus vom Sheriff finden. Ich habe ja jetzt immerhin den Schlüssel dazu. Entweder leben dort Angehörige von ihm und ich kann ihnen die schlechte Nachricht überbringen. Oder es ist jetzt leer und ich kann es zumindest für die Nacht benutzen. Ich glaube nicht, dass ihn das stören würde. Irgendjemand hier? Oh, wieso kann ich das Bett nicht verwenden, verdammt. Hallo? Ah, das auch. Oh. Strengths. You found a Vault-Tec Limited Edition Bubblehead. The inscription on the base reads, it's essential to give your arguments impact. Your strength has been permanently increased by one. Nicht das, wonach ich gesucht habe, aber hey. Das können wir, glaube ich, ein bisschen mehr tragen, unter anderem. Sag ich definitiv nicht nein. Damit müssten wir 7 Stärke haben. Das ist wirklich nicht schlecht. Na. Niemand hier, aber ausruhen kann ich mich hier auch nicht. Verdammt. Vor allem muss ich schauen, ob hier, dort draußen, waren ja doch die Ruinen von Springvale, genau. Ob da irgendwo ein Bett in den Ruinen ist, auch wenn mir das ziemlich gefährlich vorkommt. Wisst ihr was? Ich schau mal bei den Kindern des Atoms vorbei, auch wenn ich da wirklich nicht unbedingt hinein will. Aber vielleicht haben sie ein Bett für uns. Aber ich glaube, das sind alles vergebliche Hoffnungen. Mother Maya? Nein. Ein andermal. Ah, Gott verdammt. Also ein Terminal von Beichtvater Cromwell. Aber mit der kriminellen Karriere fangen wir gar nicht erst an. Ah. Predigtraum oder so. Ah, verdammt. Alles klar. Dann schauen wir nochmal bei der Wasseraufbereitungsanlage vorbei. Trinken dort einen Schluck verstrahltes Wasser, was anders bleibt uns ja kaum übrig. Und dann suchen wir draußen nach einem Bett.
Immerhin hat uns Moria komplett von der radioaktiven Strahlung erlöst. Das ist ja schon mal ein Start. Okay, immer noch ein bisschen durstig, aber das ist keine zusätzliche Strahlung wert. Und was essen sollte ich auch langsam. Was haben wir denn da? Iguana Bits, Food minus 33 und hier Food minus 13. Das bringt ja fast gar nichts. Naja, runter damit. Und wenn wir jetzt schlafen, werden wir noch mehr Hunger bekommen. Wir brauchen dringend Vorräte. Das heißt, ich würde sagen, Richtung Super-Duper-Markt, es ist eine ganz schöne Strecke Ödland, aber hoffentlich gibt es dort wenigstens Vorräte. Natürlich müssen wir vorher trotzdem ein Bett finden und dann morgen in aller Früh aufbrechen. In die Vault kann ich natürlich auch nicht einfach zurückkehren. Thirsty, partner. Try Moriartis. Oldest drinks in the capital wasteland. Ja, aber keins von diesen Drinks tut meinen aktuellen Durst reduzieren, so dumm das auch ist. Gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, Springvale ist hier. Hab mich nur gewundert, weil hier noch ein unentdeckter Wegmarker ist. Huh. Vielleicht ein Ort zu schlafen? Gut. Licht nützt nicht viel, wenn es dunkel ist. Enklave. Das ist dieser andere Radiosender, von dem mir erzählt wurde. Huh. Oh, was war das denn? Falsche Taste gedrückt. Hier. Oh, Springville Sewer? Oh, hier. Ich konnte in der Kanalisation nachschauen, aber ich weiß ja nicht. Das Haus scheint mir doch dann ein besserer Ort zu sein. Oh, verdammt. Natürlich gehört das Bett irgendwem. Oh, das gibt's doch nicht. Hier irgendwelche Matratzen, die rumliegen oder so. Und verschlossenes Schloss. Ich meine, ich habe ein paar Haarnadeln. Scotch, Wodka, mehr Haarnadeln. Ist bestimmt gut zum Verkaufen, aber... Oh, Level Up, sehr nice. Aus naheliegendem Anlass. Explosives auf 25 und dann... Repair können wir sowieso erst mit dem nächsten Level up hochbringen, dann würde ich sagen, tun wir noch die 3 Punkte in Survival hier stecken, dass wir zumindest mal auf 20 sind. Level 3 haben wir neue Talente. At least those bullets hitting your body are rarely critical. Könnte nützlich sein. Drink to the last. Only people who have almost died of thirst know how truly precious water is. With this perk you can fill up any empty bottles at any toilet or urinal. Ugh. Na gut, die Toiletten wurden sowieso schon lange nicht mehr verwendet. Das heißt, da irgendwelche Rückstände menschlicher Hinterlassenschaften werden da nicht mehr zu finden sein. Aber eklig ist es halt trotzdem. Aber wir sind ziemlich verzweifelt und leere Flaschen auffüllen können, könnte uns das Leben retten. Wir können jetzt aber auch Lady Killer oder Confirmed Badger nehmen, weil Lady Killer, wir haben Silver ausgeholfen, also die Stress mit Moriarty hatte, und Confirmed Bachelor, wir haben Moriarty eigentlich ganz schön um den Finger gewickelt. Aber so eklig das auch ist, ich glaube, wir nehmen Drink to the Last. Und speichern mal auf 003. Na, aber gegen unseren Durst und so hat das nichts geholfen. Haben wir überhaupt irgendwelche leeren Flaschen? Naja, wir haben kein Wasser, also haben wir auch keine leeren Flaschen. Ich glaube... Oh, ein Hydrant. Wir können aus Hydranten trinken. Sehr gut zu wissen. Leere Mülltonne. Alles nur Wracks. Ich sehe den Mülltonne da hinten vielleicht irgendwas zu trinken. Meine Güte, ich bin echt verzweifelt.
Ah, eine Gabel. Nee, danke. Oh, Kronkorken. Sehr gerne. Und eine Komponente. Diese drei Ruinen hier schauen wir nochmal durch. Und wenn wir da nichts finden, dann müssen wir wohl in der Kanalisation unser Glück probieren. Auch wenn ich dabei echt kein gutes Gefühl habe. Der Keller hier ist abgeschlossen. Verdammt. Ich möchte zurück in die Vault. Natürlich kein Platz zum Schlafen hier. Hey, Silver. Hier noch was drin? Ich glaube, das haben wir schon. Oh nein, Bobby Pin Atomic Cocktail. Sleep minus 140. Allerdings auch H2 macht's auch verdammt durstig. Wieso? Ich muss echt mal schauen, ob ich da eine Mod finde. Und ein abgeschlossener Safe hier, dass den noch niemand geknackt hat. Ha. Huh. Bobby Pins, sehr gerne. Bottle Caps, sehr gerne. Catter, ja. Fixer, Jet, Steady Turbo. Und eine Laserpistole, für die wir aber leider keine Munition haben. Nützlich. Aber nicht lebensrettend. Oh Mann, ich glaube, wir werden es bereuen. Ah ja, ich glaube, ein Licht wäre hier ein ganz guter Anfang. Wasser! Der Trip hat sich schon gelohnt. Meine Güte. Das könnte uns das Leben retten. Jetzt bräuchte man nur noch einen Schlafplatz und alles wäre gedeckelt. Ich glaube, wir sollten hier vorsichtig sein. Hier, leere Flaschen, gerne mitnehmen. Oh, hier. Können wir hier schlafen? Auf der Matratze? Ach komm, das gibt's nicht. Wieso können wir nicht hier auf der Matratze schlafen? Auch 10mm Munition, sehr gut. Noch mehr leere Flaschen. Gumdrops, naja, besser als nichts. Bisschen Schrotmunition. Na, ob das nützlich wird? Vielleicht später mal. Whisky Bottle, Scotch Bottle, nee, eine Lunchbox. Ein Bett. Du kannst nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Hier sind Feinde in der Nähe. Oh meine Güte. Redix, sinnvoll. 308er Munition. Ein Snipergewehr haben wir leider auch nicht. Eine Nuka-Cola, sehr nice. Ein bisschen mehr zu essen. Whisky, naja, warum nicht? Aber wo um Himmels Willen sind hier Feinde? Was sagt denn unser Pip-Boy-Sensor? Er sagt, das ist hier ein bisschen größer. Vielleicht sollten wir das Licht ganz kurz mal ausmachen, bis wir die Lage gecheckt haben. Hallo? Nee, hier scheint soweit leer zu sein. Hallo? Oh, was ist das denn? Hunting Rifle. Mit Munition dazu. Gut, Plunger jetzt wirklich nicht. Hunting Rifle. Welcher Zustand? Nicht so gut. Wir haben ein bisschen Munition dafür. Aber es macht eigentlich ganz gut Schaden. Es ist ein Anfang. Ah, das ist schon wieder der Baseballschläger. So, die Tür zu knacken ist zwar eigentlich unnötig, aber wir brauchen die Übung, denke ich. Hier vielleicht irgendwer, irgendwas. Oh! Ach! Ew. Ich glaube, wir sollten hier wirklich schnell wieder raus. Ah. Nein, aber ehrlich. Was hindert mich am Schlafen? Ah, verdammt. Sledgehammer? Nee, der ist mir, glaube ich, zu schwer. Ah, noch mehr tote Menschen. Auch wenn die wahrscheinlich schon lange, lange tot sind.
Oh. Die Leiche hier scheint frischer zu sein. Was höre ich da? Ju, was bist du denn? Ah, Hilfe! Was seid ihr denn für Viecher? Feral Ghoul. Ihr seht ein bisschen so aus wie Gob, aber lange nicht so gut. Und auch irgendwie lange nicht so freundlich.